Hallo, das erste Video über unsere Koredo-Reise hatten wir ja auf der schönen Sandbank beendet. Und jetzt gehen wir wieder zurück und kommen zu diesem Bereich hier. Das ist so ein bisschen wie die Lagune von Koredo. Da kann man wirklich 50 Meter ins Wasser reingehen und man steht immer noch nur bis zum Bauch drin. Die nächste Szene spielt sich hier oben ab. Wir hätten auch einfach von hier unten jetzt hier hochgehen können, ist aber nicht so interessant. Auch die Wasserwellenlage finde ich etwas ungünstig, einfach zu nah an der Insel gebaut. Das ist jetzt nicht gerade sehr reizvoll, also nicht unbedingt einer der schönsten Plätze von Koredo. Aber so habt ihr erstmal alle Abschnitte gesehen. Wir haben also praktisch den Inselrundgang abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur Unterwasserwelt. Und da ist das typische Bild, was sich einem auf Koredo erstmal bietet. Also Korallenfehlanzeige, zumindest für Schnorchler. Man sieht eben wie hier im Bild nur irgendwelche Felsbrocken, wo irgendwas dranhängt und es tummeln sich da ein paar Fische. Das ist aber nicht schlimm, denn praktisch jeden Tag muss man nur 5 bis 10 Meter ins Wasser und man kann das hier sehen. Riesige Herden von mittelgroßen Fischen mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Tieren haben scheinbar kein Problem, wenn man mitten durch sie hindurchtaucht oder im Schnorchelt. Auch die riesigen Schildkröten, für die Koredo berühmt ist und die hier auch gezüchtet und gepflegt werden, auch die kann man auf den ersten Metern im Wasser fast täglich bewundern. Und die sind wirklich riesig. Schon der Putzerfisch allein, der da hinten dran hängt, ist schätzungsweise 30 bis 40 cm lang. Der Drückerfisch ist nicht ganz ungefährlich, allerdings kommt er nur aktiv auf einen zu, wenn er sein Nest verteidigen will. Also wenn man es nicht provoziert, gibt es mit ihm keine Probleme. Diese Art hier habe ich nur einmal gesehen, den Langnasen-Doktorfisch sieht man dagegen öfters. Dieser etwas kleinere Schwarm hat einen Drückerfisch integriert. Und das hier, wer weiß. Eine Seenadel oder ein Trompeterfisch? Den hier hat auf den Malediven zum Glück noch niemand gesehen. Die Szene ist aus irgendeinem Haifilm auf YouTube. Es gibt zwar jede Menge Haie auch um Koredo herum, aber das sind meist die ungefährlichen Schwarz- bzw. Weißspitzenriffhaie. Also einen Angriff gab es da bis jetzt noch nicht. Und ja, auch das, was ich gesehen habe, die interessieren sich nicht für einen. Die kommen da so ein bisschen ran und drehen dann einfach ab. Leider habe ich die ganz großen Exemplare gar nicht zu Gesicht bekommen. Wir hatten in der Hinsicht ein bisschen Pech. Diese Szenen haben sich übrigens alle in diesem Bereich abgespielt, der ist teilweise von Seegras durchsetzt, was vielen Fischarten und auch den Schildkröten sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, mit Korallen ist hier nicht viel. Ja, das ist so der gängige Schnorchelbereich auf Koredo. Wer etwas mehr sehen möchte, muss dann weiter raus. Zum Außenriff sind es aber schon mindestens 200 Meter. Wir haben uns an mehreren Tagen dann immer mal so durch die Wellen bis dahin gekämpft, bis wir dann irgendwann erfahren haben, dass man auch ganz einfach auf dem Jetty hinterlaufen kann und dann über eine Treppe weiter außen ins Wasser einsteigen kann, so praktisch schon an der Grenze zum Außenriff, was das Ganze natürlich sehr viel bequemer macht. Also, wenn man dann jetzt hier am Riff entlang schwimmt, ist es halt wirklich meistens so, dass die Korallen schon sehr tief liegen, also man kommt nicht direkt ran. Für die Taucher spielt es ja keine Rolle, aber wenn man halt schnorchelt, ist das eben ein bisschen schade, weil man dann die ganzen Tierchen in diesem Bereich zumindest, was meine Erfahrung war, eher aus weiterer Entfernung betrachten muss. Ja, zum Beispiel hier an dieser Stelle waren es bestimmt 5 Meter. Ja, und die dickeren Fische,
tummelten sich dann eben weiter unten, wie dieser Barsch. Der war bestimmt auch so einen Meter lang, aber an den kommst du eben dann nur näher ran, wenn du ein bisschen runtertauchst. Wir hatten beim Schnorcheln übrigens Vollmasken. Damit ist das kurze Untertauchen natürlich eher ungünstig, aber ich würde sie trotzdem jedem empfehlen. Denn auch bei windigeren Tagen, also wo die Wellen etwas höher sind, kommt kein Wasser rein. Und sie sind sehr bequem, meiner Ansicht nach. Man muss nur darauf achten, dass man sich vor dem Schnorcheln nicht das Gesicht eincremt, denn dadurch wird die Maske undicht. Aber das ist ja kein Problem. Und man sollte nie allein schnorcheln, vor allem mit den Vollmasken. Es gab nämlich schon Todesfälle auf den Malediven, wo Leute zu weit rausgeschwommen sind mit Vollmaske und aufgrund der großen Anstrengung plus Sauerstoffmangel, ohnmächtig geworden sind und niemand hat sie gerettet. Aber wie gesagt, wenn man zu zweit unterwegs ist und nicht allzu weit raus schnorchelt, ich bin 42 Jahre alt, ich bin jeden Tag stundenlang geschnorchelt, ich hatte damit keine Probleme und die Dinger sind super bequem. Irgendwo da draußen soll es wohl auch ein Schiffswrack geben, was wohl auch für Schnorchler sehr interessant ist, aber ich habe es nicht gefunden. Wir sind allerdings nie sehr weit raus, also wir sind nicht bis da hinten in diesem Bereich gewesen, möglicherweise findet ihr es dort. Die interessanteren Tierchen habe ich kurioserweise nicht auf dieser Seite Corredos gefunden. Nur an unserem ersten Tag, wo das Meer wirklich fast glatt war, habe ich einen mittelgroßen Hai gesehen, der war aber dann auch schnell wieder weg. An einem anderen Tag, wo es etwas stürmischer war oder die Wellen etwas höher, habe ich im trüben Wasser noch einen Rest von einem Adlerrochen sehen können. Das war eben alles nicht so besonders toll, lag aber eben größtenteils am Wetter, obwohl wir im Dezember und Januar dort waren. Naja, gut. Andere Leute hatten mehr Glück, die haben uns berichtet, dass man sogar an guten Tagen in diesem Bereich einen Manta sehen kann. Also es ist einfach tagesabhängig. Hier auf dem Weg raus zum Riff ist mir auch was Kurioses passiert. Ich habe mir halt so die Fische angeschaut und da kam doch so ein wunderschöner hellblau-grün-rötlicher kleiner Fisch angeschwommen. Und der hatte auch überhaupt keine Angst und ich dachte mir so, naja gut, dann gehst du mal näher ran und verfolgst ihn so ein bisschen. Der hat sich dann auch wunderbar filmen lassen. Tja, und dann habe ich es doch gewagt, ihm einfach mal den Rücken zuzudrehen und zack, hat er mir in den Finger gebissen. Das hat dann auch richtig, aber wirklich richtig weh getan. Etwas geblutet hat es auch, ja. Das war, glaube ich, irgend so eine Art Papageienfisch, irgendwie ein bisschen kleiner. Ich habe es im Nachhinein nicht richtig lokalisieren können. Auf jeden Fall war der nicht so nett gewesen. Der hat mich dann sogar noch eine ganze Weile verfolgt, wo ich so schnell wie möglich von ihm rückwärts weggeschwommen bin. Diese Szene könnt ihr übrigens genauer betrachten auf einem anderen Video in diesem Kanal. Auf jeden Fall war das eine Erfahrung, wo ich sagen muss, naja, mit Respekt sollte man auch den kleinsten Meeresbewohnern begegnen. Anfassen soll man sie sowieso nicht, das habe ich auch nicht getan, aber ich war halt schon zu nah dran und da bin ich eben selbst schuld. So viel erstmal zu meinen Erfahrungen in diesem obligatorischen Schnorchelbereich in der Nähe des Jetties oder besser gesagt auf dem Weg und beim Hausriff. Aber wirklich die interessanteren Beobachtungen habe ich auf der anderen Seite gemacht, da wo wir unseren Bungalow hatten, wo dieses große, etwas beruhigtere Becken ist und eben bei bzw. hinter den Wellenbrechern. Ja, in diesem Becken findet man zum Beispiel diesen Kollegen hier in einer Wassertiefe von vielleicht 30, 40 Zentimetern. Ja, und diese Jung- oder Babyhaie trauen sich auch ins absolut flache Wasser. Wenn man da drin steht, schwimmen sie teilweise bis auf einen halben Meter an einem vorbei. Auch die kleinen Stachelrochen scheinen sich mit den Haien sehr gut zu verstehen, wie man hier sehen kann. Die Gefahr, von so einem gestochen zu werden, liegt übrigens fast bei null. Man muss ihn schon wirklich in die Enge treiben, ansonsten, sobald man ins Wasser geht, verlassen sie von selbst den Bereich. Auch in diesem Becken gefunden habe ich diese orange Seegurke, die hat sich dann auch immer so wackelnd fortbewegt. Echt lustig fand ich diesen kleinen Kollegen hier, der ist immer aus seinem Sandhügel rausgekommen und hat mich angeschaut. Das hier ist direkt auf der Außenseite der Wellenbrecher, da konnte ich mir diesen schönen Kugelfisch ganz in Ruhe anschauen. Die anderen
sind allerdings auf der Seite vom Jetty zu finden. Ich habe sie nochmal dazu getan zum Vergleich. Diese schönen Kofferfische habe ich auch an den Wellenbrechern gefunden. Ich hätte nicht gedacht, dass man da so tolle Fische findet. Die haben sich da irgendwie am Außenbereich, direkt neben einer Lücke, wo das Meereswasser eben durch die Wellen dann reingekommen ist, ja, da haben sie sich gerne aufgehalten. Ebenfalls in den Wellenbrechern versteckt, hielt sich meine lang ersehnte Muräne. Naja, wenigstens habe ich sie gesehen, wenn auch in trübem Wasser, das durch die Wellen aufgewühlt war. Sehr interessant fand ich übrigens diesen Bereich hier, der war hinter den Wellenbrechern. Da waren die Wellen noch nicht so stark, weil es dort sehr flach ist. Und dort sind auch überall schöne kleine Korallen, in denen sich viele kleine bunte Fische tummeln. Also praktisch alles, was man auf der Seite des Jetty in groß hat, hat man hier als Miniaturausgabe. Deshalb wird das Ganze auch Kindergarten von Kuredo genannt. Abschließend möchte ich diese Bilder mit diesen herrlich blau leuchtenden Fischen, die wir auch ja in diesem Bereich gefunden haben, allerdings waren die etwas weiter draußen, denen hat's in der Brandung ganz gut gefallen. Und damit sind wir auch schon am Ende des zweiten Videos angekommen. Im dritten und letzten, da gibt es dann tolle Bilder von unserem Segelausflug mit der Yacht Muna. Ansonsten noch ein paar Infos zum Essen, zum Inneren des Gartenbungalow und allgemeine Gegebenheiten. Wer da noch mehr wissen will, der kann gerne die Benachrichtigung für das nächste Video hier abonnieren.